Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich mal Blumen gießen. Ich habe mir hier Resin-Inks eingemischt in meinen Mastercast. Einmal in Korall und einmal in Pur Black. Ja, von Stefanie Etter. Ich werde jetzt hier zwei Blumen in Rot machen und zwei in Schwarz. Das heißt, ich gebe jetzt erstmal hier einen Rand in dem eingefärbten rein. Ich verteile mir das auf jeweils zwei Formen. Ist egal, wie dick das jetzt ist, weil ich gieße es mit klarem Harz auf und dann zieht sie das in Richtung Mitte. Und je stärker ihr das gemischt habt oder je dicker den Rand macht, desto kräftiger wird dann die Farbe, gehe ich mal davon aus. Ja, ich probiere das jetzt erstmal aus. Ich meine, ich habe das ja schon mal gemacht. Hier einen farbigen Rand, dann klares Aufgießen, dann zieht sie das in die Mitte. Meistens werden die Blumen dann aber so ausgefranst quasi. Und ich hoffe, dass es jetzt hier gut funktioniert. Ich werde dann mit Weiß reingehen, mit dem Holzstäbchen oder mal schauen, was für ein Werkzeug ich nehme. Aber zunächst einmal mache ich jetzt hier die Farbe außen. So. Viel angemischt. Soll so den Effekt haben, dass es außen hin, nach außen hin dunkler wird und in der Mitte heller, dass man in der Mitte vielleicht das Weiß sogar noch sieht. Und ja, ich gieße es einfach mal auf, pushe das Ganze so ein bisschen. Ich verteile mir mein Harz in meine vier Formen. So. Bis es aufgebraucht ist. Da noch ein bisschen. Ja, ich denke, so ist okay. Also Korall und Pur Black. Dann würde ich das mal kurz föhnen, um ein paar Bläschen zu entfernen. Hier habe ich noch ein paar, die an der Unterseite quasi festkleben. Die werde ich mal ein bisschen lösen. Und dann gehe ich mal mit dem Föhn drüber. Überall sitzt was auf dem Boden. Kurz abwischen, sonst habe ich das Rot im Schwarzen drin. Einmal noch am Rand entlang, um die festsitzenden Bläschen etwas zu lösen. Irgendwie hat es meistens Löcher hier an der Kante. So. Dann noch hier beim Rot. Ich habe jetzt in die Menge, glaube ich, 10 Tropfen Farbe reingemischt. Ihr könnt es so machen, wie ihr möchtet. Probiert es aus, wie es euch gefällt, von der Stärke, von der Kräftigkeit her. Genau. So, also. Ich föhne kurz und dann hole ich euch nochmal dazu. Glitzer habe ich dann auch noch. Das mache ich dann rein im Anschluss. Also, ich föhne mal ganz kurz. So, geföhnt ist es. Ich weiß nicht, ob das Weiß gleich, das Glitzer gleich reingeben soll oder ob ich das nachher mache. Ja, schauen wir mal. Mein Weiß ist auch schon angemischt. Ich habe hier weiße Pigmentpaste rein und ein paar Tropfen weißes Resin-Ink. Mal schauen, wie sich das verhält. Ich mache jetzt mal da ein bisschen in den Becher rein, weil sonst mische ich meine Farben ja nachher zusammen. Und jetzt nehme ich meinen Silikonpinsel. Ich hoffe, der funktioniert noch, weil es löst sich so langsam immer alles ab.
Und dann gebe ich hier das Weiß rein. Fange aus meiner Mitte an. Ich will meine Farben ja nicht mischen. Hier so ein bisschen im Kreis rum. Mach größere und kleinere Blütenblätter. Diesmal eher längere. Manchmal tauche ich etwas ein. Ja, einfach wie es halt so kommt. Wie es kommen soll. Ich versuche jetzt erstmal in dem Klaren zu bleiben. Damit ich mir nicht gleich das Rot jetzt hier reinmische. Und mache jetzt hier bei der zweiten weiter. Ja, ist ein bisschen Fleißarbeit. Probiert es aus, können schöne Ergebnisse rauskommen. Na, manchmal klappt es besser, manchmal nicht so gut. Also einfach probieren. Nachher sieht man sowieso nicht mehr, ob das jetzt gleichmäßig war oder nicht. Ich finde es sogar schöner, wenn es ungleichmäßiger ist. Manchmal geht es so dick und manchmal geht es so dünn rein. Das verstehe ich auch nicht ganz. Das habe ich noch nicht kapiert. Naja. So. So langsam habe ich in der Mitte einigermaßen gefüllt. Soll so ein bisschen wie eine Rose aussehen. Ich kann jetzt eigentlich gleich beim Schwarzen weitermachen. Weil in der Mitte ist es ja, also ist es ja klar, da ist es egal. Nur wenn ich ja mit den Farben beginne, dann möchte ich es mir nicht mischen. Da möchte ich schwarz schwarz lassen und das rote rot. Ich versuche immer irgendwie wenig Blätter zu zeichnen, aber irgendwie gelingt mir das nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch mache. Wenn es nur reicht, ist es ja okay. Ich hoffe, das schließt sich dann noch Richtung Mitte. Aber es hat halt immer noch Zeit zum Arbeiten. Genau. Also immer schön weiterarbeiten, immer ein bisschen größer werden. Ui, habe ich gekleckert. Muss mal wieder ein bisschen weiß nachfüllen. Ups. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu wenig weiß eingemischt. So. Könnt ihr es auch mit dem Holzspatel machen, mit dem Stäbchen, mit dem Dotting-Tool, was euch gefällt. Probiert es einfach aus. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Farbe komme. So, hier auch das gleiche Spielchen. Einfach irgendwo anfangen, in der Mitte. Und dann hier unter die Blütenblätter zeichnen. Ein bisschen überlappen immer, wenn es geht. Dass es nicht immer bündig ist, sondern dass einfach sich ja schön schließen kann. Ah, meinst du, ich sehe die Kompinsel hat die besten Zeiten schon hinter sich. Aber das wird mit der Zeit irgendwie porös, habe ich das Gefühl. Und ja. Muss man halt ab und zu mal austauschen. So. Ja, es wird jetzt mal dicker, mal dünner. Ich kann es gar nicht beeinflussen. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Wobei ich jetzt diese Art schon eine Weile nicht mehr gemacht habe. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt probierst du es mal wieder aus. Sieht eigentlich mal ganz schön aus. Und dann habe ich jetzt quasi dann schon ein bisschen die Rückseite in Schwarz und in Rot. Da ist es nicht so ganz durchsichtig. So, okay, jetzt muss ich hier mit irgendeiner Farbe weitermachen und dann nachher die andere Farbe nehmen. Ich mache es mal rot. Ich mache bei rot weiter. So.
mache die beiden aus komplett fertig. Und dann kann ich aus dem anderen Töpfchen das für das Schwarze nehmen. Ja, es bleibt jetzt einfach nicht aus, dass man da reinmischt. Ihr könnt hier, ja, wie ich jetzt, entweder Schlangenlinien machen oder gerade Linien. Einfach ein bisschen abwechseln. Mal dicker, mal dünner. Aber immer irgendwie überlappen finde ich dann am schönsten. Wenn ihr nicht immer an der gleichen Stelle aufhört, sondern einfach und, ja. Ja, wie in der Natur auch. Meistens umschließen die äußeren Blütenblätter die inneren und sie werden dann immer größer und ja. So, jetzt habe ich hier schon aufgebraucht. Gut einteilen. Nicht, dass es mir ausgeht. Das wäre fatal. Das wäre fatal. Wäre nicht schön. Jetzt machen wir hier weiter. Ich möchte eigentlich immer irgendwie größere Blütenblätter machen, aber irgendwie gelingt es mir immer nicht. Keine Ahnung warum. So. Ja, so in der Art wollte ich eher, aber dann wird es wieder wellenförmig oder ja, irgendwie, wie auch Petra Kaubracht sagt, das Herz hat seinen eigenen Kopf. Das macht, was es will. Wir versuchen das irgendwie in den Griff zu kriegen, aber irgendwie kommt es auf so viele Faktoren an, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Tagesform vielleicht, Sommer, Winter, irgendwie, ja, macht's, was es will. Na, jetzt habe ich gekleckert, aber das sieht man nachher nicht mehr. So, jetzt versuche ich größere Linien zu machen. Dann schlängelt sich es wieder. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich mache das irgendwie automatisch immer. So, machen wir hier weiter. Einfach, ich fülle jetzt einfach die Lücken, dass überall was ist. So. Dass ich auch schön schließen kann. Das Glitzer darf ich nicht vergessen, haben wir schon angemischt. So. Immer wieder Schlangenlinie farbig. Ich weiß nicht, warum. Warum das so passiert. Wollt ihr so gerade Linie machen? So. Muss ich überlegen, weil wenn ich dann das Schwarze anfange, dann kann ich ja nichts mehr ergänzen. Also muss ich jetzt hier zufrieden sein? Ja, ich denke, das ist okay so. Ich wische mir das kurz aus. Dann mache ich bei Schwarz weiter. Kann ich das auch da rein kippen. Genau, aus dem Kleinen kann man besser das rausholen. Sehr kräftig, weiß ich. Hoffe, das ploppt mir nicht so. So. Okay. Das arbeitet auf jeden Fall schon schön. Es soll nachher so ein bisschen nach Rosen aussehen.
Schweigen im Walde. Hochkonzentriert. Genau. Manchmal gelingen mir ja die geraden Bögen doch, also nicht die Wellenlinien, sondern einfach mal so ein bisschen mehr gerade. Aber irgendwie, es ist wie verhext, denn man fängt es wieder an, sich zu schlängeln. Das macht es automatisch, ich schwör's. Ich bin unschuldig. Aber ich glaube, es wird ganz gut. So, einfach noch ein bisschen arbeiten. Ihr seht, die Farbe, die geht Richtung Mitte. Das ist gut so. Da wird der Hintergrund automatisch ein bisschen dunkler. Trotzdem ist es noch transparent. Das sind die Resin Inks, die sind transparent. Könnt ihr dicker oder dünner anmischen, wie ihr das möchtet. Und dann müsst ihr jetzt keinen Hintergrund aufgießen, sondern ja, das ist dann quasi schon ein bisschen vorhanden. So. Hört ihr die Kirchenglocken läuten? Ich habe das Fenster auf, ich genieße es gerade. Die Temperatur, dass man das Fenster ein bisschen aufmachen kann. Ist zwar nicht so warm, aber ist auch recht mild. Was war es, 9 Grad? Fenster ist okay. Bei offenem Fenster lässt es einfach anders arbeiten als hier in der Bude, wenn alles zu ist. Ich freue mich schon auf den Frühling. Ist meine Lieblingsjahreszeit. Wenn es noch nicht zu heiß ist, wenn alles anfängt mit Blühen und ja, einfach super. So. So ein bisschen hier wie Yoga für die Seele. Da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Und ja. Mal schauen, was im Endeffekt dabei rauskommt. So. Na, jetzt habe ich so viel auf den Pinsel gemacht und da kommt gar nichts raus. Also. Ich verstehe das Herz manchmal wirklich nicht. Ja, und wenn ich jetzt auch ein bisschen Resin-Ink reingemischt habe, quasi wie ein Alkohol-Ink, in das Weiß, bin ich mal gespannt, wie es rauskommt. Was dann so passiert. Genau, hier noch ein bisschen. Ich will aber gar nicht so viele Blütenblätter machen. Ich denke mal, das muss ich doch von alleine machen. Keine Ahnung. Warum ist doch immer zu? Ja, jetzt muss ich hier mal ein bisschen Glitzer reinmachen. Das ist Tinseltown Fein Glasglitter. Das ist eine. Das ist schon fest geworden. Ist ein bisschen Gold und ein bisschen Silber gemischt. Finde ich echt schick. Ich mache da auch nur ein bisschen rein. Einfach da in meine Mitte. Ich versuche das reinzumachen. Oh Gott. Ist schon ziemlich fest geworden. Ja, das Harz, das schreitet halt voran und es wird immer fester und durch den Glitter, das ist ein schwerer Glitter, so Glasstückchen. Das habe ich jetzt mal mit Harz gemischt. Normalerweise habe ich das immer pur. Mal schauen, wie es rauskommt. Ist ja schon schön, wenn es in der Mitte ein bisschen glitzert. So. Und dann noch den Rest. Okay. Das reicht dann. Was ich jetzt mache, ist ja noch ein paar Linien nachspuren, nachfahren, so ein bisschen Blütenblätter noch den Blütenblättern ein bisschen nachhelfen. Ach so ein bisschen Richtung Mitte. Nur ganz oberflächlich.
Beispiel. Und was ich hier mache, ist vielleicht wirklich mir wieder das unterteilen. Mal sehen, wie die dann rauskommen. Mache ich mal 8 Blätter. Also statt eine Spirale habe ich jetzt einfach hier mal meine einzelnen Blätter gezeichnet. Und ja, mache hier ein bisschen hier genauso. Genau, das ist eine gute Idee. Okay. Ah, ich mache halt immer meinen Kringel in der Mitte. Das muss bei mir sein. Schaue ich mal, wo ich noch ein bisschen hier Blütenblätter nachhelfen kann. Wo ich meine, dass ein bisschen Verbindung fehlt. Ja, ich denke, es ist gut so. Das sieht cool aus. Und hier lasse ich es dann eher luftiger, also nicht so jetzt definiert wie da, sondern einfach hier auch nochmal ein paar Blütenblätter hier zeichnen. So ganz leichte Verbindungen schaffen. Sich ein bisschen schließt und dann Kringel in die Mitte. Das war's jetzt im Prinzip. Ich föhne das mal drüber. Das sieht sehr mystisch aus mit dem Schwarz. Ich finde es echt mystisch aus. Hier sieht man fast gar nichts mehr. Beim Schwarz schimmert das so durch. Ja, ich föhne das noch einmal kurz drüber über die Oberfläche und das war's. Und dann sehen wir uns zum fröhlichen Ausformen. Bin mal mega gespannt, wie es rauskommt. Bleibt gespannt. Ausformzeit. So, jetzt geht die Spannung wieder los. So, Nummer 1. Sieht sehr transparent aus. Wow. Hat funktioniert. Es hat, was ist mit meiner Kamera los? Sie fokussiert nicht richtig. Die erkennt das nicht so gut. Super. Ah, gefällt mir. Yay. Das gleiche in Schwarz. Tada. Ja, wunderbar. Also nach außen hin werden die Blätter dunkler, schwächer. Ich muss das in meinen Fotos festhalten. Irgendwie will die Kamera halt nicht so. Aber ich bin schon mal sehr zufrieden. So. Tada. Hier ist noch so eine Kante. Ich muss das mal noch vielleicht aufgießen oder abschleifen. Ja. Sehr schön. In der Mitte ist es noch weiß. Und nach außen hin wird es dunkler. Also der Effekt, den finde ich super. Den wollte ich erreichen. Ist einfach so. Ja, mehr Tiefe bekommt. Und das letzte. Ja. Super. Ich weiß noch nicht, warum meine Kamera heute nicht so richtig will. Fokussiert nicht richtig. Aber seht ihr so, wie das, ja, ich muss es in Bilder festhalten. So, es geht noch, es wird dunkler nach außen hin. Ich mache Fotos, das hat ja keinen Wert. Das ist blöd. Genau. Oh, ich freue mich. Also Experiment gelungen. So wollte ich das haben. Die Farbe sieht hier sehr orange aus, aber es ist eigentlich ein schönes Rot. Ich schaue mal, ob ich das in Bilder hinbekomme. Es sieht hier so ziemlich unspektakulär aus, aber in echt ist es wirklich schön. Seht ihr, es ist dann noch... Weiß ich, ob ich das schwarz unterlegen soll? Nee. Auf jeden Fall sind hier ja, mehrere Tiefen entstanden. Genau, also wie gesagt, ich mache Bilder. Dann kommt es vielleicht dann besser zur Geltung. Und ja, für mich ist das Experiment gelungen. Bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich natürlich wieder über einen Kommentar freuen, über einen Daumen hoch. Ich hoffe, ich habe euch Anregungen geben können. Vielleicht mache ich nächstes Mal ein bisschen schwächer von der Farbe her. Dass man das ein bisschen mehr sieht. Aber ansonsten gefällt es mir sehr gut. Genau.
Also, dann lasst euren Kommentar da, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr mögt, wenn ihr Lust habt, auf ein Abo, klickt das an und vielleicht sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao!